Leute drauf gelassen. Aber ich denke mal, ich will mir bald auch mal wieder so einen Root-Server zulegen. Was ist denn das für eine fucking Höhle hier? Hast du schon was Wertvolles gefunden? Ja, ein bisschen Eisen und Redstone. Ach, du hast ja Redstone wieder mal gefunden. Vielleicht solltest du dich hier Eisen nennen, das wäre auch ein cooler Name, ne? Nee, ich hab doch mal, ich hab doch meinen neuen Minecraft-Namen schon. Wie heißt denn der? Bunsen. Ach ja, Bunsen. Ich dachte, du nennst dich jetzt Herr Eisen oder Herr Gold oder Herr Diamant. Nee, ich weiß halt keinen anderen Namen, mir fällt halt keiner ein. Herr Diamant wäre jetzt auch kein schlechter Name, oder nicht? Das wäre natürlich auch jetzt super toll, der Name. Der ist ja schon wieder zu lang. Dann nennst du dich halt Diamantenfresse. Ja, noch länger. Dann nennst du dich eben Bunsen. Ja, so heiße ich ja schon. Wer ist ein Bunsen? Was bedeutet denn Bunsen? Wie kommt man auf so einen komischen Namen? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe den Namen einfach irgendwo geklaut. Das tut ja jetzt nicht zur Not von... Nein. Ach, was? Wieso auch? Okay, von Don't for Lifecraft. Mach hier keine Fremdwerbung. Der macht ein Together und da heißt einer Bunsen. Der heißt aber Bunsen mit irgendeiner komischen Zahl dahinter und das hat mir nicht gefallen, deswegen heiße ich Bunsen. Ja, du willst dir also seinen Namen klauen. Ja, ich bin Bunsen meiner. Was würdest du denn mal irgendwann machen, wenn dieser DVL Minecraft zu dir kommt und dich fragt, willst du mit mir Let's Play Together machen? Und dann sagt er so, hä? Du hast einen Namen geklaut, das geht nicht. Der Zufall ist so extrem, das kann gar nicht sein, dass du genau diesen gleichen Gedankenblitz hast, dich so zu nennen. Der macht aber bald einen RPG-Server auf. Was ist das denn, ein RPG-Server? Ach, der macht ein Roleplay-Game, okay. Also... Ja, das ist natürlich auch was ganz Schönes, da hätte ich auch mal Lust drauf. Was ist denn das? Minecraft-WG-Server. Minecraft-WG? Ich hab RPG verstanden. Ja, Minecraft-RPG-Server. Ach, das ist ein Roleplay-Game. Roleplay-Game. Ja, aber er macht das nicht so. Also, du sollst dann halt in verschiedenen Jobs arbeiten und halt dein Geld damit verdienen. Ah ja. Ich hoffe, man hört dich jetzt nicht gleich... Diamanten! Gut, wie viel hast du da? Die kommen gleich in meine Kiste rein. Ich muss unbedingt sparen. Ich habe so wenig nur noch. Zwei. Das hört sich schon mal gut an. Vier. Fünf, sechs. Das hört sich aber schon mal gut an, dass du 6 Diamanten gefunden hast. Ich bin halt Herr Diamant. Der Name, den lasse ich dir jetzt als Spitznamen, der gefällt mir. Ich nenne dich jetzt auch in CS so, Herr Diamant, wie geht's Ihnen? Ich stupse sie mal an, Herr Diamant stupst sie an. Das ändere ich alles um. Ich hole mir eine Lizenz dazu, ich patentiere das auf deinen Namen. Dann sieht das bestimmt ganz toll aus. Ja, und sonst ist alles klar bei dir. Das wäre wirklich ein schlechter Minecraft-Name. Ja, ich hab doch gesagt, Herr Diamant, das ist ein cooler Name. Ich habe immer nur kreative Ideen, wenn ich gerade am Aufnehmen bin. Ja, warum hast du das vorher nicht gemacht, wo ich dich nach Namen Hast du dir schon einen Account gekauft jetzt, oder was? Nein, noch nicht gekauft. Ich habe mir erst bei Minecraft.net einen erstellt. Dann kannst du dich auch Minecraft-Diamant nennen. Oder nenn dich der Diamantenkopf. Oder der Diamant. Das muss ich mir mal aufschreiben, sonst vergesse ich das. Oder die Diamantenbande, das wäre auch mal was. Als Clan, so Diamantenbande. Wie are Diamantgirl und you? Naja, mein Englisch ist jetzt nicht gerade so prickelnd, das merkt man aber auch, ich bin schon seit einer Woche nicht mehr in der Schule. Ja, du scheiß Ferien-Noob, ich habe heute erst welche bekommen. Ja, an alle Leute übrigens viel Schöne, viel Spaß an den Ferien. Wenn ihr gerade Ferien habt. Ja, genau. Könnt ihr ordentlich knallen. Ich weiß noch, was Basi mal gesagt hat, da war Silvester, da hat er gesagt, oh, da hat's geknallt. Da hat mir so einen abgelacht. Hey, Silvester habe ich dich noch gar nicht gekannt. Silvester hast du mich schon gekannt, als Fan. Da ja, warst du dabei, Fan. Hast du sogar oft unter meinem Silvester-Video geschrieben, oh, vielen Dank, oder sowas. Hast du ein Silvester-Video hochgeladen? Ja, ich habe ein Silvester-Video hochgeladen. Warte mal, ich suche das mal ganz kurz, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, jetzt müsst ihr mal ganz kurz von Dingsterbums unterhalten werden, von Fabio. Der unterhält euch jetzt mal ganz kurz, einen ganz klitzekleinen Moment, wo ich jetzt hier gerade aus dem Buchen bin. Frohes neues Jahr hat das glaube ich, gehießen. Abonniert mich. Frohes neues Jahr, genau. Da habe ich ein Video hochgeladen, haben sich 2 Leute an das geliked, da war ich noch so ein bisschen unfame. Und da hat er geschrieben, vielen Dank für dieses sehr wichtige Video. Ja, sehr nett von dir. Das hast du da geschrieben. Den Link schickst du mir jetzt, darauf bestehe ich. Ah, ich habe den Link nicht mehr, ich habe gerade ein falsches Video geöffnet. Nein, du hast da gar nichts geschrieben. Der Einzige, was geschrieben hat, war Seismic. Weil ich, Silvester war ich noch wirklich richtig unbekannt. Ich hatte vielleicht ein Zuschauermaß von 20 Zuschauern. Was jetzt wirklich, obwohl ich habe 400 Abonnenten dazu bekommen, mindestens, nee, sogar 600.
Und davon zaumen mir immer noch nur 100 am Tag zu, wenn ich Glück habe. Wo bist du eigentlich hingelatscht, du Schwein? Ich porte mal ganz kurz hier. TP Vision 13 The Leather Elb P. The Leather Elb. The Leather Elb. Wie geht's dir, The Leather Elb? Du hast hier übrigens Eisen übersehen. Und hier ist eine Höhle. Hab ich hier Eisen? Ach ja, da habe ich Eisen übersehen. Was ist denn das hier für eine Höhle? Da muss ich mal ganz kurz schauen, was ist das denn hier? Bist du ein richtig schöner Höhlenforscher? Ja, ja, ich bin jetzt hier mal noch auf Fossilien-Suche. Ich habe jetzt den Mod gar nicht drin, aber ich suche auf Fossilien. Oh, hier geht's raus. Wie schön ist das denn? Nein, doch nicht, das war nur ein Bug. War ja klar. Wieso wusste ich das? Hast du zufällig noch eine zweite Schaufel dabei? Nee, ne? Nein, doch. Ganz zufällig, das ist natürlich super. Ich habe immer von jedem Werkzeug zwei Stück dabei. Dann gib mal ruhig bitte eine her, bitte. Das wäre natürlich so, bitte, bitte, ja, dann bitte, bitte. Och, bitte, bitte, bitte. Oh, bitte. Was ist das für eine Axt dabei? Willst du mir einfach meinen Kopf abhacken? Ja, gib mir die kaputte, genau. Die sind, ich habe noch eine kaputte, aber meine ist schon rot, die ich habe. Oh, das ist natürlich nett, dass du mir dann deine grüne gibst. Ja, ich bin halt lieb. Der, das wusste ich noch gar nicht. Ist ja ganz was Neues. Wer hat dir das denn beigebracht? Meine Mama! Meine Mama! Ich darf jetzt auch nicht so laut reden, weil wenn ich jetzt so laut reden würde, dann würde ich mal fast überdröhnt sein. Und das ist jetzt schon wieder zu laut. Ich glaube mal, so wie ich jetzt rede, ist es ganz okay. Ich kann auf jeden mal... Fall macht die Rauschentfernung nicht mit Audacity, gell? Doch, mit der Unicode geht das eigentlich. Wenn ich mir jetzt ein bisschen lauter mache, ist das auch okay. Ja, das hat sich aber in den einen Parts so richtig scheiße. In welchen? In den alten, naja. Hm. Und es regnet gerade draußen, so wie es sich das anhört. Also nicht im Real Life, da hat's... Oh, da hätte es eine Höhle. Wieso sehe ich denn eigentlich so wenig Viecher hier? Haben die die irgendwie reduziert? In der 1.24. Unwissend. Wieder mal ganz zufällig ein Update also rausgekriegt. Ich kann euch jetzt alle mal sagen, wo der Vision wohnt. Der wohnt im Ausland, in der Türkei. Ja, ich bin Ahmed und Ali und... Nein, nichts gegen Türken, aber okay. Schade. Ja, es gibt auch welche, die nett sind. Dann nehmen wir mal diesen netten Alex im TS, ich grüße dich. Der ist nicht nett. Da fällt mir was ein, ich sollte irgendwie mal grüßen. Herr Lolli, ich soll dich grüßen. Du sollst mich auch grüßen. Ja, Herr Fabian, ich soll dich grüßen. Ich heiße nicht Fabian. Okay, dann grüße ich einfach Minecrafter. Hallo Minecrafter, ich grüße dich. Der hat keinen Penis. Ja, der hat einen großen Penis. Da hast du mal nachgeschaut. Das hast du mir mal informiert, dass du das... Ich kenne ihn nicht. WTF. Pass auf, wenn du weitergehst, fliegst du vermutlich irgendwie in so einen Minenschacht rein. Wollte ich dir nur sagen. Naja, passiert. Da ist nämlich gerade alleine Gronkh-Folge. WTF, wann habe ich das letzte Mal Gronkh Minecraft geguckt? Das ist, glaube ich, Ewigkeiten her. Ey, aber wenn Gronkh mit dem Shader-Mod in der Höhle ist, das ist so beschissen. Das sieht auch richtig beschissen aus. Und ich nehme den auch nicht, weil der so ressourcenfressend ist. Ach, naja, gut. Na gut, ich habe. Ich nehme auch in 60 FPS auf, deswegen ist das immer so ressourcenfressend. Ich muss mir unbedingt eine neue Grafikkarte holen, dann ist der Rechner wieder top instand hier. Du nimmst einfach ein ganz anderes Aufnahmeprogramm, was Gronkh jetzt auch bald benutzt. Wo willst du das denn wissen? Der benutzt kein anderes, als er meint. Der nimmt immer Fraps. Doch, er hat aber gesagt, er benutzt bald ein anderes. Er hat das mal erwähnt, weil ihm der Fraps immer so oft abgeschmiert ist, aber jetzt geht's ja wieder. Ich würde da kein anderes sehen. Es gibt zwar andere, aber die kommen qualitativ gar nicht so weit hinterher, glaube ich. Doch, die können. Also das eine, was ich kenne, das benutzt auch Freaky. Ja, Freaky, wer ist Freaky, ey? Wer kennt ich ihn? Ich benutze. Der nimmt das nur für welche, wo man Traps nicht benutzen kann, zum Beispiel. Da würde Gronkh vermutlich auch machen. Hat er vermutlich auch schon mal. Der nimmt ja auch seine Simulator mit Camtasia auf, aber der nimmt ganz selten mal Simulatoren auf. Oh, dann geht's weiter, oder? Da muss ich mal ganz kurz reinschauen jetzt hier. Alter, was ist denn das für eine Gammelhöhle? Nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock. Nein! Verdammt! Hat man meinen Stuhl gerade gehört? Ja, hat man. Ich muss irgendwie mal pinkeln gehen, aber ich kann mich jetzt hier nicht entfernen, mitten in der Aufnahme. The Germans fail, ne? Das ist so ein böser Buh, was der gemacht hat. Nee. Der ist einfach mal mitten in den Let's Play zur Tankstelle gerannt. Ja, doch, das hat er mal erzählt, ja. Das habe ich auch schon mal getan. Na gut, ich hab's nicht getan. Ich bin damals immer, wenn ich meine Nase putzen musste, bin ich mal weggerannt. Ja, weil ich meine Nase war voll, weil ich wirklich krank. Also nasentechnisch krank. Ich war richtig nasal, war ich da. Und müsst ihr euch vorstellen, dann. Was ist das denn hier? Ja, hier war er schon, ist schon durchgerannt. Warum hast du dein Mikro nicht einfach schnell stumm geschaltet? Ja, weil das Ding kann man nicht, konnte man nicht stumm schalten. Und hier, bei dem Rode ist es ja so, man könnte ich den Lautstärkeregel runterdrehen, aber da habe ich auch keinen Bock drauf, weil ich weiß ja nicht, wie laut ich dann bin. Bist du das denn? Ach hallo, guck mal.
Du hast dich erstmal eiskalt durch den Minenschacht durchgegraben eben gerade. Und ich bin ein Zombie. Und hier unten ist Lava. Cool, das ist natürlich sehr toll. Ich gehe mal ganz kurz diesen Schacht dazu machen, damit ich da vielleicht irgendwie reinfliegen oder so. Du weißt aber schon, wie wir zurückkommen, ne? Das ist dir schon bewusst. Ja, ja, immer geradeaus durch. Okay. Also wir machen jetzt noch so 35, also 34,5 Minuten. Dann ist erstmal Schicht im Schacht hier. Dann nehmen wir vielleicht nochmal in der 1.25 Pre-Release ein bisschen was auf. Muss ich mal schauen, ob wir das gleich noch machen. Ich habe ja Zeit bis 10 Uhr so. Denke ich mal, habe ich Zeit und dann gehe ich aber auch weg. Dann muss ich auch wieder weg. Ins Bett, ja, dann gehe ich ins Bett. Dann muss ich meine tägliche Dosis von Drogen nehmen. Zalando, du. Jetzt wäre ich. Oh, fuck! Oh, er springt volle Kanne, Mann! Das war pure Absicht! Jetzt habe ich mich beinahe eingeschissen.